Hallo Eli. Thank you.
Baden-Württemberg. Hallo! Wir freuen uns riesig, dass ihr alle gekommen seid. Der Wettergott meint es gut mit uns. Danke! Und ich hoffe, dass das ein erfolgreicher und wachrüttelnder Umzug wird. Fangen wir mal damit an. Theodor Adorno hat gesagt, ich fürchte nicht die Faschisten. Ich fürchte nicht die Faschisten, die in der Maske der Faschisten wiederkehren. Ich fürchte die Faschisten, die in der Maske der Demokratie wiederkehren. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir wissen alle, wofür wir stehen. Ich werde keine lange Rede hier zum Eingang halten. Ja. Bundespräsident Steinmeier meinte, wir seien der vergiftete Stachel im Fleisch der Demokratie. Ich frage mich, im Fleisch welcher Demokratie? Und wir sind der Stachel im System, und zwar in einem kranken System, und wir werden diesen Stachel bleiben. Ich hoffe, dass ich eure Zustimmung dafür habe, und ich gehe davon aus. Dass unser Krankheitsminister Pfleger und medizinisches Personal beleidigt, diffamiert und er hat mit Sicherheit deutlich weniger beigetragen während der Pandemie zur Beherrschung der ganzen Situation als jeder einzelne Pfleger. Wir stehen hier für Frieden, wir stehen hier für Freiheit, für Selbstbestimmtheit und wir stehen hier für alle diejenigen, die in diesem System gezwungen werden, etwas zu tun, was sie nicht wollen, nämlich ihren Körper als Experiment zur Verfügung zu stellen. Das kommt nicht in Frage. Ein Problem wegen der Lautstärke. Da hat irgendjemand nicht verstanden, warum wir laut sind. Wir müssen laut sein, um die Leute zu wecken, die hier im Dornröschenschlaf schlafen. Und vor allen Dingen, bevor sie von Lauterbach wachgeküsst werden und er durch Tröpfcheninfektion ein Virus überträgt. Wir wecken sie vorher. Ist ein Instrument, das seit 5000 Jahren dazu benutzt wird, um die Menschen vor Bedrohung zu warnen, vor Erschrecken zu warnen und sie zusammenzurufen, sodass sie wissen, dass sie sich zusammen verteidigen können. Und wir müssen uns verteidigen. Wir sind vielleicht eine Minderheit, aber deswegen ist es heute hier so schön. Hier ist keine Minderheit, hier ist eine große, große Gruppe von Menschen, zu denen ich viel Vertrauen habe. Sie werden auf der Straße bleiben. Wir werden der Stachel bleiben und wir werden dafür sorgen, dass sie wach werden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Umzug. Ich möchte mit einem Satz enden, den ein Hopi-Häuptling gesagt hat. Das Ende eines Gedichts, das heißt, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. In diesem Sinne, warten wir nicht mehr, laufen wir. Hallo Leute,
Ich bin heute der Versammlungsleiter von dieser Demo hier. Habe ein bisschen Bauchweh, aber ist kein Problem. Normalerweise würde ich sagen, hallo Rottweil, aber ich glaube, heute muss man sagen, hallo Baden-Württemberg! Es ist jetzt bei mir auch Premiere, dass ich schon mal vor so vielen Leuten rede. Aber kurzum, als Versammlungsleiter habe ich die Pflicht, uns über die Auflage zu euch, über die Auflage aufzuklären. Das heißt, Banner, Schilder dürfen nicht mit Ketten oder Seilen befestigt sein, zusammen verbunden. Wir haben genügend Ordner. Wenn ihr irgendwas feststellt, meldet euch bei den Ordner, dann ist das nochmal kein Problem. Leistet Ordner bitte Folge und ansonsten wünsche ich jetzt ein gutes Gelingen. Ich laufe vorne raus, wenn was ist, kein Problem. Ich wünsche euch viel Spaß und nachher hören wir uns noch zu der Abschlussumgebung. Thank you.
Ende des Zuges. Ich glaube, das ist eigentlich so gut wie keine.
sofort. Hören, absolut mega. Ich glaube, sowas hat Rückwärts noch nicht erlebt. Bitte mal an der Phase. Und rein professionell, wie wir das am Montag hier machen, haben wir jetzt wieder ein offenes Mikrofon. Heute wollen Beitrag Rede holen, ja? Darf gern vorbeikommen, darf gern vorkommen. Ihr wisst ja, dass ich immer der Zähler bin. Auch am Montag werde ich wieder zählen. Und ich bin vereinigt und ich scheiß nicht. Wir waren deutlich über 1000 Leute. Genau. Es war manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber ich habe gewissenhaft zählt. Und wenn es genau stimmt, da waren es 1030 Leute. Und das ist super. Und was ist mir auch noch wichtig, im Gegensatz zur Zeitung, wir gehen die Zahl, die stimmt, und keine Mondzahl. Und wir haben es gar nicht nötig, dass wir bescheißen müssen. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute dabei ist. Wir sind eine große Familie und das ist mir wichtig. Da geht es nicht um rechts oder links oder um was weiß ich was für eine Partei. Nein, egal was diese Scheißregierung beschließen wird nach der Sommerferie, wir lassen uns die Repressalien nicht mehr gefallen, wir machen nicht mehr mit. Danke.
finde es Wahnsinn. Ich habe schon lange nicht mehr so viele glückliche, lachende Gesichter gesehen. Den Spruch kennen wahrscheinlich schon einige von euch, aber ich fand ihn so wunderschön, dass ich ihn hier gerne wiederholen möchte. Aussage eines Kindes an seine Mama. Wenn etwas schwierig ist, denke immer daran, Gott gibt nur seinen besten Kriegern die schwierigsten Aufgaben. Ihr nur alle seid wie diese Krieger Gottes. Wir hier alle sind dazu bestimmt, einen Kampf zu kämpfen, den sich keiner von uns gewünscht hat. Aber da wir uns entschlossen haben, gegen das Unrecht aufzustehen, müssen wir ihn auch zu Ende kämpfen. Für die Schwächsten unserer Gesellschaft, die nicht für sich selbst kämpfen können. Allzu oft sehe ich, dass viele von uns, auch ich, manchmal am Ende ihrer Kräfte sind und oft passiert es auch, dass wir den Fokus verlieren und uns gegenseitig angreifen. Bitte tut das nicht. Unsere Kinder brauchen jeden Einzelnen von uns. Sie sind unsere Zukunft. Wir sollten ihnen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Dies gelingt nur, wenn wir zusammenhalten und uns nicht wegen Kleinigkeiten an die Gurgel gehen. Genau das wäre es, was die Gegenseite wollen würde. Wir haben in den letzten 2 Jahren viel verloren, aber ich für meinen Teil kann mit Stolz sagen, dass ich auch viel gewonnen habe. Neue gute Freunde, eine andere Einstellung zum Leben und zu dem, was für mich wirklich wichtig ist. Jeder weiß, dass es inzwischen vollkommen zwecklos ist, noch mit irgendwelchen Daten um sich zu werfen. Es ist alles gesagt, die Fakten liegen offen da, man muss sie nur zur Kenntnis nehmen. Wer es aber bis jetzt nicht verstanden hat, wer bis jetzt noch nicht zuhören wollte, der wird das auch weiterhin nicht tun. So leid es mir tut, die Corona, Affenpocken und Klimagläubigen werden nicht mehr aufwachen. Leider gilt der Spruch meines Mannes, lerne durch Schmerz, doch in manchen Fällen. Sie sind dieser Religion so dermaßen verfallen, da hilft kein Gespräch, kein Flyer, keine Studie mehr. Denjenigen, die doch langsam ins Zweifeln kommen, öffnet ihnen die Arme und sprecht in Ruhe mit ihnen. Wenn Sie Fragen haben, beantwortet sie, ohne diese Leute zu überfordern. Mehr können wir nicht mehr tun. Ich möchte euch Mut zusprechen, auch wenn er mir selbst allzu oft fehlt. Stützen wir uns gegenseitig, folgen wir unserer Intuition und unserer Überzeugung und geben wir diese an unsere Nächsten und speziell an unsere Kinder weiter. Sie werden dies in Zukunft brauchen, wenn wir verhindern wollen, dass die Geschichte sich immer wieder wiederholt. Damit auch unsere Kinder fähig sind, jetzt und auch als Erwachsene aufzustehen, wenn es ihnen oder irgendwo auf der Welt Unrecht geschieht. Wir alle haben Angst vor dem, was vielleicht noch auf uns zukommt. Und wir bringen uns immer ein Stück weit in Gefahr, wenn wir aufstehen und die Wahrheit sagen. Aber wir bringen unsere Kinder und Enkelkinder in noch größere Gefahr, wenn wir es nicht tun. Nochmal, bleibt mutig, bleibt euch und euren Liebsten treu. Vertraut auf euer Bewusstsein, glaubt trotz allem an das Gute in den Menschen, auch wenn es schwerfällt, denn die meisten sind gut. Gebt nicht auf und kämpft Seite an Seite weiter als Krieger Gottes.
Gruppe, ich komme aus der Gruppe von Freudenstadt und ich habe letzte Woche dort schon was vorgelesen, einen Facebook-Beitrag von Wolfgang Kubicki. Das ist mir eigentlich insoweit wichtig, weil ich muss mir der Zeit als seriöser Kritiker alles Mögliche nachfragen lassen. Ich bin ungeimpft, Nazi und so weiter und komischerweise zitiere ich jetzt gerade mal unseren Bundestagsvizepräsident. Ich glaube, ich stehe mehr an Recht als alle anderen, die mich diffamiert haben. Aber das kennen wir alle. Was schreibt der Wolfgang Kubicki übrigens vor der Evaluation? Dass der Bundesgesundheitsminister... Okay. Dass der Bundesgesundheitsminister offenbar eine Verlängerung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht prüft. Also nochmal, jetzt besser? So, also. Dass der Bundesgesundheitsminister offenbar eine Verlängerung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht prüft, heißt nicht, dass sie auch tatsächlich kommt. Denn für die entsprechend gesetzliche Grundlage ist der Deutsche Bundestag zuständig. Ich halte diese Maßnahme unter den gegebenen Bedingungen, die noch zum Zeitpunkt der Beschlussfassung Ende 2021 deutlich anders waren, für nicht mehr verhältnismäßig und damit für verfassungswidrig. Und da, finde ich, sollte der Wolfgang Kubicki zustimmen und dran messen. Denn seitdem hat sich mit Omikron nicht nur eine deutlich mildere Variante durchgesetzt, sondern es hat sich auch gezeigt, dass sich der Fremdschutz durch die Impfung nicht mehr auf einem relevanten Niveau befindet. Deshalb werde ich, sollte es überhaupt so weit kommen, einer Verlängerung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht zustimmen. Wolfgang Kubicki. So, und jetzt, unabhängig von seinem Zitat, bin ich der Meinung, dass er nicht nur zustimmen darf, sondern dass er dafür sorgen muss, dass so schnell wie möglich aufgehoben wird. Wir müssen endlich die Leute im Gesundheitssystem schützen. Die sektorbezogene Impfpflicht muss weg. Sofort! So, hallo zusammen. Ich bin der Mike von Querdenker-Sivis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 -Siv
schreit, die Blicke werden Stück für Stück nieder. Ich halte es nicht mehr aus. Holt mich aus dieser Realität raus. Placebo-Effekt, Licht zu digitalisieren oder uns vorzumachen, dass die schwarze Seite, also ohne Licht kein Schatten, dass sie das versuchen uns zu implantieren. Sei es Angst, implantiert wurde, die Urvölker haben keine Angst, wie die Tiere auch, dass sie uns alles implantieren, von Politik, von Religion, von Demokratie, was whatever. Die Urvölker und Tiere waren eins verbunden. Es werden noch harte Zeiten kommen. Ich bin jetzt mit den ganzen Gesetzen, das geht bei mir da rein und raus. Das ist für mich Zeitverschwendung. Ich kann euch nur einen Tipp geben, was die kasarischen Juden, die seit 1000 Jahren angefangen haben, uns zu entspalten, zu trennen. Und es gab Millionen von Völkern, die friedlich miteinander gelebt haben, klar sich ausgebreitet haben, hin und wieder, aber nie in der Massen, wie die kasarische Union bis weltweit, bis nach Afrika, Australien, Südamerika. Also wir kannten auch keinen Katholismus oder Christentum oder die ganze Demokratie. Wir haben mit der Natur gelebt und haben sie gepflegt und gehegt, wie wir unser Garten. Jetzt kommen wir zu dem Kernpunkt, wo ich eigentlich kommen möchte. Unsere alle Urquellen, unsere Urnahrung ist schon seit Jahrtausenden Jahren versucht worden zu zerstören. Weil ohne unsere Urquellen, weil unsere Materie braucht das, die schon lange genetisch, biologisch in Jahren gange dabei, sie zu zerstören und genetisch zu verändern. Einziger Tipp, was noch für euch wäre, dass man die wieder erlebt. Also sei es, was die Druiden, die Hexen, das waren unsere Mediziner. Die wussten, welche Pflanzen, welche Heilmittel uns reinmachen. Das ist alles nicht mehr rein, das ist nicht mehr bio. Auch die ganzen Kraftorte, die Urkelten, die Heiden, die Germanen, die Gallier, alles kannten, sind alle zerstört worden. Wenn ihr das wieder in die Kraft nimmt oder euch verbindet auf den Bergen, ich weiß nicht, wo hier sind in Deutschland, ich habe von vielen bei Demos gehört, einige wissen, wo die Kraftorte sind, wo solche energetische Materie für die Menschen noch da ist. Es werden noch härtere Zeiten da sein, so im kosmischen, geistigen Welt haben wir schon eigentlich gewonnen, was jetzt nur noch ist. Da haben wir so den Kopf vom Teufel ab. Es haben nur noch die hängenden Füße. Aber wir anderen, die stehen, können nur noch versuchen, so viele Menschen oder Kinder für die Übergangszeit noch mitzunehmen. Weil die werden die härteren Zeiten, wo die ganze Preise hochsteigen, die Nahrungsmittel etc. uns Druck setzen, weil sie sagen, Geld, ohne Geld können wir es machen, aber Geld kann uns nicht ernähren. Unsere Nahrungsquellen, Ketten etc., die mit den Bauern, die muss wieder hergestellt werden. Und das ist wohl sinnvollerweise euch da wieder verbindet und das wieder erlebt. Weil ihr seht ja hier die Häuser, die haben alles vorher selber gemacht. Also ich bin auch kein Schamane, nochmal als Lichtwort, aber jeder ist ein Lichtwesen.
jeder trägt das in sich. Die O-Völker haben sich nicht gegenseitig konkurriert und gesagt, ja, jeder hat seine Funktion als Lichtwesen oder als Mensch. Andere haben eine Medizinerfunktion, andere sind Heiler. Ich kann auch, ich habe meine Schwester geheilt in der Psychiatrie. Ich bin selber im System krank gemacht worden, weil die Menschen, die solche Fähigkeiten haben, sind in der Psychiatrie oder werden krank gemacht, weil wir sind ein Dorn im Auge. Ich war Epileptiker jahrelang, bis mich ein anderer Polyvernum gesagt hat, Marco, ich glaube nicht, dass du ewig krank bist. Also habe ich angefangen, die Medikamente abzusetzen. Und jetzt haben mir andere Anti-Corona Leute gesagt, Marco, die auch bei der ETH Zürich arbeiten, ja, Menschen, die Epileptiker sind, das sind eigentlich die, mehr zum Universum oder zum Kosmos herbeigreifen können. Ich habe das nicht gewusst, aber sind es halt eben, weil wir so viel Licht und Energie in uns tragen, was bei uns allen Menschen innen drin steckt, aber wir dürfen es nicht oder sollen es nicht entwickeln. Das ist der Grund, warum wir versucht werden zu spalten und zu diffamieren und zu trennen. Weil wir tragen das Licht in sich, die versuchen das schwarze Licht digital per Quantencomputer etc. nachzukriegen, aber geht nicht. Lichtgeschwindigkeit im Universum und die Sonne kann man nicht nachkonstruieren. Das ist unmöglich. Also es ist eigentlich nur Zeitverschiebung für die, wie die junge Dame vorhin sagt, man kann aus Illusion oder Matrix rausgehen. Also versucht Urahnen und Urgeräusche und Nahrungsketten wieder beizurufen, mit dem Bauern eher mehr zusammenzuarbeiten, weil es wären harte Zeiten kommen. Danke vielmals. Hallo Menschheitsfamilie. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Rottweil bedanken, dass es so schnell und so gut funktioniert hat und dass wir endlich mit euch in Rottweil die Straße bekommen haben. Nächsten Samstag ist in Reutlingen wieder ein ganz großer Aufzug und da rufe ich jetzt dafür auf, weil die haben jetzt pausieren müssen wegen dem Stadtlauf und es war nur aus dem Grund und deshalb, es kommt auch Schwarz-Weiß-Spiel dort, also von dem her gesehen, kommt alle am nächsten Samstag nach Reutlingen. Wow, ja ey, ich habe eine gute Anlage. Leute, also ich kann nur das wiederholen, was gesagt wurde. Nächsten Samstag in Reutlingen. Heute haben wir pausiert, weil wir wollten, dass so viele Menschen wie möglich hierher kommen. Aber nächsten Samstag in Reutlingen geht es weiter. Wir holen Schwarz-Weiß, wir holen Enne. Ich werde ein bisschen was performen, ein bisschen Musik machen. Wir werden den musikalischen Widerstand auf Hochtouren bringen. Nicht, weil wir heute ausgesetzt haben, geben wir auf. Wir machen weiter. Und zwar, bis das alles hier ein Ende hat. Ja. Liebe gleichdenkenden Freunde, ich werde im September 75 Jahre alt. Und dies ist meine erste Demonstration in meinem Leben. Ich möchte Ihnen auch an zwei, drei Beispielen sagen, warum es meine erste und mit Sicherheit nicht letzte Demonstration sein wird.
Ich habe die Schnauze. Ich habe es satt, dass mir eine scheinbare Elite von Politikern, die von einer Minderheit gewählt wurden, vorschreibt, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Ich habe es einfach satt, dass mir junge Politiker, die noch nie in ihrem Leben irgendwas Sinnvolles geleistet haben, außer politische Arbeit. Vorschriften machen lassen muss, ob ich im Herbst noch warm duschen kann oder meine Heizung aufdrehen kann. Liebe Freunde, ich bin im letzten Drittel meines Lebens, aber wenn ich mir vorstelle, was die Jugend, was die jungen Leute erwartet, wenn das so weitergeht, das mag ich mir überhaupt nicht vorstellen, denn das ist ein Szenario, das nur furchtbar ist. Und deswegen mein Appell an Sie, auch wenn es immer wieder heißt, wir können niemanden überzeugen, bleibt dabei und geht auf die Straße, versucht so viel wie möglich auf die Straße zu bringen, dass es endlich ein Ende hat mit dieser Masse. Schaut euch einfach mal um, schaut euch gegenseitig an und schaut in lachende Gesichter. Hier stehen die Gesunden. Es ist kein Zeichen für seelische Gesundheit, wenn ich mich an eine total gestörte Gesellschaft anpasse. Das muss uns klar sein. Wir sind diejenigen, die geistig, seelisch und körperlich gesund sind. Das Recht, gesund bleiben zu dürfen und nicht krank gemacht zu werden. Ganz kurzer Satz zu Lauterbach und seinen Prognosen. Wir wissen ja, was wir davon zu halten haben. Wenn er uns also Angst macht, dann wissen wir, wir brauchen keine Angst zu haben und wir haben keine. Nur ganz kurz, 2020 war ich in einer Traumaklinik, weil ich aus meiner Kindheit verschiedene Traumata hatte, die mir kein besonders leichtes Leben beschert haben. Da habe ich dann gelernt, wie man Traumata behandelt. Als erstes denkt man sich einen Satz aus, der besser ist als das, was ich bisher geglaubt habe. Dann schreibt man ihn auf und wiederholt ihn täglich, so oft wie möglich, und manifestiert diesen am Körper mit einer Geste. Heißt, sowas, was die anderen vielleicht nicht mitkriegen. Ich habe mir immer den kleinen Finger gehalten, um, wenn ich gemerkt habe, ich komme wieder in dieses traumatische Verhalten, das loszuwerden. Hat auch geklappt, alles gut. Es war nur die Lockdown-Zeit von Corona. Alle mussten auf einmal von jetzt auf nachher Masken tragen. Mit diesem neuen Mindset, Corona ist ganz gefährlich, lebensgefährlich und ganz schlimm. Es gibt diese Fälle, die lebensgefährlich ganz schlimm dran waren, wie immer. Im Herbst, im Winter, viele Winter lang kennen wir. Aber
die haben, dieses Psychologenteam hat mit ganze Arbeit geleistet. Wir haben alle hinter den Ohren Meridianverbindungen und Nervenbahnenenden, die mit der Hirnrinde und dem Rückenmark direkt verbunden sind. Wir haben uns die Masken, sprich die Angst vor Corona, hinter die Ohren geschmiert. Und das hat wunderbar bei der Mehrheit funktioniert. Ich habe... und Maske getragen hat und habe sie gefragt, warum sie die Maske trägt bei diesen Temperaturen, weil Viren normalerweise bei diesen Temperaturen nicht besonders gut überleben an der frischen Luft. Dann hat sie gesagt, weil das alles Ungeimpfte sind. Es ging weiter, ich habe ihr erzählt, dass meine Tochter, die an der Uni in Freiburg eine sehr gute Professorin hatte, die ganze Arbeit geleistet hat und ihr beigebracht hat, dass ich als ungeimpfte, zweimal genesene Mutter eine Verschwörungstheoretikerin bin. Meine Tochter ist momentan an Corona erkrankt, obwohl sie zweimal geimpft war. Es geht weiter. Diese Dame, die musste dann einer anderen Dame helfen, die ganz offensichtlich irgendwas hier in diesem Demozug veranstaltet hat und von der Polizei entfernt wurde. Ich konnte ihr die Geschichte nicht erzählen. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und telefoniere jeden Tag circa mit 100 Leuten. Bei mir prallt an der Hotline, wo ich sitze, das pure Leben auf. Da kam ein Mensch bei mir an der Hotline raus vor 5 Wochen ungefähr. Der wollte von mir wissen, wie er sein Steuergeld zurückbekommt, das er letztes Jahr außerhalb lebend von Deutschland wiederbekommen kann. Ich habe ihn gefragt, wo er lebt. Ja, er wohnt in China. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, das ist ein ganz schöner Aufwand und hin und her, habe ihm das alles erzählt. Dann sagte ich, er muss es sich halt überlegen, weil der Bescheid in Papierform kommt, ob er eine Sendeadresse hier hat. Dann hat er gesagt, doch, das wird sich lohnen. Es waren 98.000 brutto. Dann habe ich gesagt, wow, cooler chinesischer Arbeitgeber. Da sagt er, nein, deutsche Bundesregierung. Ich habe ihn dann aus Eigeninteresse gefragt, wo er denn in China lebt. Dann hat er gemeint, in Shanghai. Das war zu der Zeit, als die Shanghai-Menschen alle ziemlich heftig eingesperrt waren. Dann habe ich gefragt, wie geht's den Menschen dort? Dann meinte er, ganz schlimm, es ist ein Pulverfass. Es gibt, also wenn die Menschen zu den Fenstern rausrufen um Hilfe, kommt diese Gesundheitspolizei und kassiert diese Menschen ein und verschleppt die in diese Corona-Lager. Und mittlerweile wehren sich immer mehr dagegen. Dann hat er mir noch erzählt, dass er als wohlhabender Mensch im sozialistischen Staat China von allen ärmeren Menschen angepumpt wird. Sein Chef konnte sich die Operation für die Mutter nicht leisten, dann ist er mit 25.000 Euro selbstverständlich eingesprungen, weil es ja sein Chef war. Dann habe ich gesagt, uiuiui, das ist ja schöne Aussichten, die wollen das ja hier alles implantieren. Schließlich hat Merkel ja 650 Millionen Euro Entwicklungsgelder nach China geschickt, bevor sie abgedankt hat. Was entwickeln die denn? Überwachungssysteme für uns, das findet die Mehrheit hier immer noch gut. Voll. Unglaublich. Auf jeden Fall ist es so,
das ist eine reine Spekulation meinerseits gewesen, aber eins und eins ist nun mal zwei. Auf jeden Fall habe ich diesen Mann gedankt für die Offenheit und habe ihn gefragt, wie er denn das Reisen so empfunden hat. Er hat ja sicherlich nach deutschem Impfstandard keine Probleme in China, oder? Dann meinte er zu mir, er hat gar keinen Impfpass und keine Impfung, denn er hat einen so was wie einen Diplomatenausweis. Herzlichen Dank fürs Zuhören! Ganz kurz als den Adlern. Erstmal möchte ich einen riesengroßen Dank aussprechen an die Gruppe, die wo jetzt das alles hier organisiert hat. Ich weiß, diese Gruppe, das ist diese Baden-Württemberger Ordnergruppe. Mein Partner ist dort auch mit drin. Der kann leider heute nicht da sein. Ich bin aus Heilbronn, kurz mal so erwähnt. Jetzt möchte ich ein bisschen Werbung machen für Heilbronn. Und zwar habe ich auch in Heilbronn eine Demonstration angemeldet mit Aufzug und offenem Mikrofon am 16.07. unter dem Motto Heilbronn steht auf mit Herz und Verstand. Ihr seid alle herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Dankeschön. Also wenn ihr da jetzt auf die Uhr schaut, es ist jetzt 18 Uhr. Wir Pestvögel haben immer ein kleines Ritual, ich weiß nicht, ob es jedem bekannt ist. Ich würde sagen, macht es mal vor und danach kann ich dann verkündigen, dass die Versammlung beendet ist. Ich habe mich tierisch über euch gefreut. Und noch ein kleiner Dank, ein großer Dank an unsere Ordnungshüter. Es hat alles hervorragend gepasst. Vielen lieben Dank. So, das war's aus Rottweil. Ich danke allen fürs Zuschauen, ich danke fürs Moderieren. Das war ein wahnsinniger Aufzug. Einfach nur noch genial. Ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Samstag, schönen Sonntag und man sieht sich nächste Woche in Ulm wieder. Bis dann, bye bye.
Male bis zum Dezember zu stellen. Das ist schon mal wieder.